Das Thema unseres dritten Workshops heißt Blues-Melodik. Und sicher haben sich einige Leute gewundert, dass wir bisher so wenig über Melodik geredet haben. Aber es gibt nur zwei Wege. Entweder man beginnt mit der Melodik und tut dann das harmonische Gerüst entwickeln, oder man beginnt mit dem harmonischen Gerüst und entwickelt dann die Melodik. Ich habe mich also für die zweite Sache entschieden. Aus einem irrsinnig einfachen Grund. Ich hoffe, dass er auch einigermaßen einleuchtend ist. Und dieser Grund hat auch einen sehr, sehr großen, wie ich glaube, didaktischen Aspekt, den man auch jetzt einfach mal gedanklich sich vor Augen halten soll. Wenn man improvisieren will, dann genügt es nicht, dass man alleine zu Hause Phrasen improvisiert, sondern diese Phrasen müssen eine Art von Kontrapunkt haben. Sie müssen einen akustischen Partner sozusagen, das ist eben dieser Kontrapunkt, wo ich meine, haben. Sie müssen jemanden haben, auf den Sie sich beziehen. Also wenn ich Phrasen spiele, kann niemand wissen, ob diese Phrase diesen Akkord zur Basis gehabt hat, weil das geht, oder diesen Akkord. Oder diesen Akkord. Also, ist es für jemanden, der improvisiert zu Hause, fast unumgänglich, dass die Pianisten sind in der glücklicheren Lage. Sie haben also, hier haben sie jemanden dabei immer, mit der linken Hand. Aber ein Gitarrenspieler ist in der Regel dann auf einen Partner angewiesen. Und ich habe jetzt also hier meinen Partner neben mir und lege mir gerade mal einen G7-Akkord hin. Das waren diese gleichen Töne, die ich vorhin gespielt habe. Jetzt ein C7-Akkord. Ich habe genau das gleiche gespielt. Nochmal G. Jetzt mal ein D7-Akkord. Was ich zeigen wollte, ich habe in meiner linken Hand sozusagen immer das gleiche Material gegriffen und er hat es im Grunde genommen zum Blues gemacht, weil er hat diese Akkorde gespielt. Ja, also er hat die Bluesform gebracht und in dem Augenblick, wo er sozusagen in G spielt, dann habe ich so ein bestimmtes anderes Grundgefühl, aber mein melodisches Material war das gleiche. Und das ist also jetzt eine Erkenntnis, die ist im Grunde genommen so alt, wie man Musik macht, weil diese alten Instrumentalmuster, die haben sich fast nur an solchen Grundklängen orientiert und haben meistens mit einer Skala gearbeitet. Und so war es auch, als im Grunde genommen die Musik aus Afrika mit einem sehr modalen, nennt man das, wenn man in Skalen nur spielt, mit dem modalen System darüber gekommen ist. Und das erste modale System, was quasi von Afrika durch die armen Teufel, durch diese Negersklaven und durch die Verschleppte aus Afrika rübergekommen ist, war die Pentatonik. Die Pentatonik, wie wir sie jetzt hier in einem Schema an der Tafel stehen haben. Ich meine, das Schema braucht man, glaube ich, für Gitarristen nicht groß zu erklären. Wir haben unsere sechs Saiten, die Querstriche da symbolisieren und diese Bünde da, das ist auch klar, das ist uns alles bestens bekannt. Aber da, wo jetzt die Punkte sind, das soll praktisch eine Skala sein. Und jetzt würde ich dich bitten, uns gerade mal die Skala mal schön langsam vorzuspielen. Das war jetzt das musikalische Ausgangsmaterial, das Basismaterial. Und zwar nennt man das Pentatonik, weil im Grunde genommen fünf Töne da sind, die sich unterscheiden. Der sechste Ton ist dann wieder der erste. Das ist praktisch nur eine Oktave höher. Also 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht es weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ging es eine Oktave höher weiter. Ne? Und mit diesem Material konnte man am Anfang diesen ganz alten, erdigen Blues sozusagen total ausfüllen. Es kam natürlich wie immer, also ihr ahnt es schon, gab es Weiterentwicklungen, die wollen wir auch nicht vorenthalten, aber jetzt wollen wir erstmal
sehen, was jemand machen kann. Das wärst jetzt in dem Fall du. Ich spiele mal so eine ganz alte Bluesform, auch jetzt nicht die komplizierte, sondern die ganz alte, einfache. Und du spielst uns mal ein paar Gedanken von dir über die, über diese Blues-Scale davor. Ne? Ich würde sagen, wir fangen ohne Einleitung an. Das lassen wir jetzt mal weg. Ne? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, was uns der Jimmy hier gegeben hat, weil er hat sich bis auf ganz winzige Ausnahmen hat es genau an die Skala gehalten und hat wirklich uns gezeigt, was man quasi mit der Pentatonik machen kann. Und wir versuchen jetzt auch mal, uns dem Phänomen des Improvisierens in dieser Skala zu nähern. Ne? So, das Muster, wie wir da hinkommen, würde ich Folgendes vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal kleine Phrasen bilden, so ähnlich wie wir das gemacht haben. Übrigens ist das nach meiner Meinung auch genau der Weg, wie man alleine zu Hause vorgehen sollte. Man sollte nach Möglichkeit einen Partner haben, der einem die Akkorde hinspielt. Nach einiger Zeit dreht sich das Bild, dann begleite ich ihn, er spielt mir was vor und umgekehrt. Ne? Also es wäre schon sehr wünschenswert, wenn ihr versuchen würdet, in eurem Bekanntenkreis jemanden zu finden. Das kann natürlich ein zweiter Gitarrist sein, es kann aber auch ein Bassist sein, es kann ein Pianist sein, wer auch immer, ne? Mit dem man zusammen solche Experimente machen kann. Und wie man sich dann sozusagen, indem man erst so kleine Strukturen bildet, wir werden es jetzt gleich sehen, wie man sich ans Improvisieren herantastet. Also meine Vorstellung wäre die, dass man sich am leichtesten tut, wenn man also zunächst kleine Phrasen bildet, diese Phrasen zu kontrollieren lernt und dann praktisch anfängt, immer freier zu spielen. Weil dann kommt man am schnellsten hin. Das Problem ist, wenn man, das ist fast eine gesellschaftliche Frage, ne? Das Problem ist, wenn man ohne die Grenzen zu kennen, totale Freiheit gleich von Anfang an zu verwirklichen versucht, verrennt man sich meistens und endet irgendwo musikalisch im Anarchischen. Also es ist fantastisch, wenn ihr erst mal versucht, mit so kleinen Phrasen, die man aber total beherrscht, zu beginnen. So eine erste Phrase wäre, also Entschuldigung, bin einen Schritt zu weit gegangen, wir greifen alle zusammen mal von oben jetzt mit dem vierten Finger den sechsten Bund und spielen mal gerade das System entlang von oben nach unten. Jetzt machen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4. Das haben wir schon ganz gut. Jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller in Triolen. Also so. Zwei, drei, vier. So, drei, vier.
2. Jetzt, das, was ihr jetzt am Schluss empfindet, ne? So bei diesem. Das ist eine wunderschöne Synkope, ganz typisch für den Blues. Also. Dass die so ins Leere läuft. Ne? Der Rhythmus bleibt aber genau. 1, 2, alle, 3, 4. Jetzt wollte ich euch bitten, wir sprachen vorhin davon, man soll nicht bloß die Fingerchen bewegen. Ne? So versucht euch mal, wir hatten wirklich musikalisch bei den ersten beiden Workshops, hatten wir eine unheimlich schöne Blues-Stimmung im Groove bekommen. Jetzt wollen wir versuchen, dass wir auch die melodisch bekommen. Also das heißt also nicht, dass man bloß so, sondern dass wir wirklich singen mit dem Ding. Ne? So, ja, 1, 2, 3, 4, singen. Jetzt. Ja, sehr schön.